Okay, ja, ich habe hier die Alieska Protection Vest und wir haben überlegt, wie kann man einen Airbag-Rucksack noch ein bisschen weiterentwickeln für modernes Freeriding mit Tricks und was man einfach heutzutage macht. Und der nächste konsequente Schritt war einfach, statt einem Rucksack eine Weste zu konstruieren. Und die Zielvorgabe war eigentlich ganz einfach, Stabilität, möglichst geringes Profil für wenig Schwinggewicht und überhaupt Leichtigkeit und gutes Tragegefühl. Und das wurde eigentlich sehr gut umgesetzt. Hier haben wir die Airbag-Funktion, die sehr gut in die Weste eingearbeitet ist, sodass viel Platz vorne ist oder viel Material vorne ist vom Airbag selbst und hinten sehr wenig, ganz wenig Profil. Und man sieht wirklich sehr schmal. Man spürt es kaum mehr, wenn man fährt, wenn man Tricks macht, in der Luft ist. Und der einzige Access zum Innenleben ist eigentlich nur von innen. Man kann hier schön aufklappen und hat hier eigentlich die wichtigsten Sachen drin, die man braucht. Schaufel, Sonde ist drin. Und dann kann man noch ein bisschen Proviant, trinken, Essen reinkriegen. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man im Skigebiet unterwegs ist und keine langen Hikes vorhat.